Autowaschen ohne Waschhandschuhe und Trockentuch, geht das und macht das Sinn? In diesem Video erfahrt ihr mehr. Die Frauen- und die Männerherzen haben jetzt schon höher geschlagen, denn ihr habt gesehen, wer neben mir steht. Es ist mir eine große Ehre, Marvin von Glossboss zu begrüßen. Schön, dass du da bist. Hi, Nico. Wir hatten gestern einen Podcast. Ich wollte eigentlich nur sagen, freut mich, dass ich hier sein darf. Nee, du darfst hier nicht so viel reden. Du siehst schon so gut aus, jetzt lass mich wenigstens das Reden übernehmen. Nein, Spaß. Aber wir haben ja gestern zusammen einen Podcast aufgenommen und haben so über verschiedenste Dinge, auch sehr witzige Dinge gesprochen und sind dann auf die Waschmethode von Larry von MONYC zu sprechen gekommen. Ja. Und haben gesagt, das wollen wir mal ausprobieren. Da gibt es ja verschiedene Varianten und heute gucken wir mal, was er macht, wie er es macht, überlegen, warum er es macht. Ja, warum er es macht, können wir jetzt wahrscheinlich nicht rausfinden, aber ich finde die Methode trotzdem interessant, ja, die selber mal auszuprobieren. Hast du sie schon mal ausprobiert oder? Nein, ein Teil der Methode. Also die besteht ja aus zwei Teilen, dem Waschen und dem Trocknen, ne? Deswegen auch Handschuh und Trockentuch. Ein Teil davon habe ich schon mal ausprobiert, aber noch nie so in der Gänze. Okay. Wobei irgendwie gibt es ja doch Varianten, wo man es ja schon mal gemacht hat, auch wenn es keine richtige Wäsche ist. Also ja, genau. Also abstrakt haben wir es beide schon mal gemacht. Ja. Aber Nico, ich freue mich auch wieder mal heute hier deinen Horizont erweitern zu dürfen. Das ist wirklich eine große Ehre. Und einfach die Schönheit dieses Videos hochzutreiben. Mal gucken, wie es bei der Wäsche läuft. Ich würde sagen, wir starten mal mit ein paar Ausgangsbildern, denn wir haben ja auch ein ganz besonderes Auto, das haben wir ganz vergessen. Ja, vom lieben Marcel. Der stellt uns freundlicherweise sein Auto zur Verfügung, was richtig dreckig ist. Ja. Eigentlich sehr untypisch für Marcel, aber naja. Ja. Jetta GLI, US-Fahrzeug, wurde so in Deutschland nie gebaut, mit einem Custom-Umbau von Ingo Noack Tuning. Also auch ein ganz cooles Auto. Ich glaube, hatte so noch keiner in irgendeinem Video haben können, weil das Auto gibt es einfach nur einmal. Mhm. Und was wir gar nicht erklärt haben auf YouTube, weil wissen ja vielleicht viele nicht, Podcast, hä? Wir haben einen Podcast zusammen. Ja, tatsächlich. Genau. Den findet ihr auf allen möglichen Plattformen. Dieser Spotify, Apple Podcast. Selbst wenn du in der Google-Suche einfach nur eingibst, Nass und Schaumig Podcast, kannst du den direkt in der Google-Suche hören. Und kannst direkt herausfinden, wer von uns nass und wer schaumig ist. Auch ganz spannend. Jede Woche mindestens eine Folge in der Regel. Im Idealfall jede Woche eine Folge, so rum will ich sagen. Ab und zu haben wir auch mal eine Sommerpause, auch im Winter. Deswegen. Ja, kommt drauf an, wo wir dann sind. Ne? Jetzt zurück zum Auto, genug rumgequatscht. Ich würde sagen, wir zeigen euch mal, wie er jetzt vorher aussieht, bereiten in der Zeit die Methode vor und dann reden wir erstmal darüber, was diese Methode ist und machen sie. Nicht lang schnacken, Kopf in den Nacken. Lass uns einmal die Waschmethode umreißen. Was ist denn jetzt der massive Unterschied zum normalen Waschen, wenn man so will? Naja, normalerweise haben wir ja zwei Eimer. Wir machen ja die Zwei-Eimer-Methode. Das heißt, ein Eimer absolut sauberes Wasser ohne Shampoo. Der andere Eimer, auch sauberes Wasser am Anfang mit Shampoo. Ne? Und dann tunken wir immer einen Waschhandschuh rein. Den säubern wir dann immer im klaren Wasser. Gehen danach wieder in den Shampoo-Wassereimer und dann wieder auf den Lack. Das wollen wir hier jetzt mal, sag ich mal, vermeiden, indem wir einfach ganz viele Tücher benutzen. Die Methode gibt es ja auch mit Waschhandschuhen, dass wir sehr viele Waschhandschuhe dann benutzen und jeden Waschhandschuh und jede Seite von dem Waschhandschuh wirklich nur einmal verwenden. Bei dem Tuch haben wir folgenden Vorteil. Wir können das Tuch ja zweimal falten, haben dann 8 saubere Seiten. Müssen sich so oft wechseln am Ende. Die Methode ist ja, haben wir vorhin schon so angerissen, ein bisschen angelehnt an diese Rinseless Wash, also das Waschen ohne fließendes Wasser. Ja. Da macht man das ja auch mit diesen Tüchern, einem Eimer mit einer speziellen Waschlösung. Und das ist jetzt kombiniert auf die Nasswäsche. Das heißt, Vorwäsche machen wir ganz normal, abspülen. Genau. Also, ja, richtig. Das ist ja wie den groben Dreck runter. Im Shampoo-Eimer, also wir haben jetzt auch wirklich nur einen Shampoo-Eimer, da haben wir jetzt Actiform Energy drin. Genau. Und wie viele Tücher nehmen wir so? Ich habe gegriffen, ich glaube so 5, 6 tatsächlich. Ja. Und kein Grid Guard, weil den brauchen wir in der Theorie nicht, weil wir keinen Dreck im Eimer haben. Also genau, vielleicht die Theorie. Wir haben die saubere Seite vom Tuch und machen damit wirklich nur eine Bahn sauber. Wenn der Bereich jetzt nicht ganz so stark verschmutzt ist, könnte ich auch zutrauen, dass ich zwei Bahnen damit sauber mache. Aber wir sind jetzt hier schon, eine Bahn, eine Seite vom Tuch, danach das Tuch umdrehen und wir schauen mal, wie es uns gefällt. Ja. Welche Vorteile wir sehen, weil ich habe gerade schon so gesehen, tatsächlich kann ich mir schon so persönlich so Vorteile daraus ziehen vielleicht. Ja. Was ich vielleicht empfehlen würde, was jetzt nicht so explizit bei ihm gemacht wird, er nimmt rote Tücher.
Wir haben jetzt hellgraue genommen, einfach damit wir den Schmutz sehen. Wenn wir rüberwischen, ins Tuch gucken und sehen, ist es denn jetzt schmutzig oder nicht. Das ist schön, dass du direkt so, ja, wir haben die grauen genommen, damit wir den Schmutz besser sehen. Ja. In Wahrheit haben wir keine andere Farbe. Aber ich kann mir jetzt im Zuge dessen vorstellen, dass ein helles Tuch natürlich von Vorteil ist. Ja, ja. Gut, wir quatschen schon wieder zu viel. Ich glaube, ihr habt verstanden, worum es geht. Wir machen jetzt die Vorwäsche, nehmen euch da mit, waschen da mal so ein paar Quadratmeter an dem Auto und gucken einfach mal, wie es läuft. Jo, let's go. Die Vorreinigung machen wir jetzt mit einem alkalischen Reiniger, in unserem Fall Sonax Multistar, um jetzt erstmal schon mal so das Grobe anzulösen und den Dreck danach runterzuspülen. Es muss nicht immer Felgenreiniger sein, guckt euch einfach den Zustand der Felgen an und hier haben wir wirklich ein bisschen Straßenschmutz, ganz wenig Bremsstaub, da reicht auch einfach mal ein Vorreiniger, den ich drauf sprühe, einmal gründlich runterkärchern und dann, oder Avon in unserem Fall. Und dann einfach normale Felgenreiniger, da müssen wir jetzt nicht noch einen Felgenreiniger drauf sprühen. Hat auch den Vorteil, dass die Bremsscheibe nicht anläuft, also ne, nicht orange oder braun wird. Und am Ende nicht die ganzen Felgenreiniger sich in diesen, Bolzenlöchern. Ja, ihr wisst schon, wo ich meine sammelt. Weil das Problem oder der Vorteil vom Felgenreiniger. Wegen Bolzenlöcher hat er gelacht. Der Vorteil von Felgenreiniger ist, dass er schön kriecht, hat aber auch den Nachteil, dass er halt in die Löcher reinkriecht und dort halt auch wieder raus muss aus dem Loch. Deswegen sparen wir uns das intensive Ausspülen des Loches, um Marvin jetzt nochmal eine Freude zu machen. Und werden ihn einfach einmal runterspülen und dann normal mit Pinselbürsten, Handschuhen, wie auch immer, reinigen. Nico, genauso machen wir es. Wollen wir erst den Lack waschen und am Ende die Felgen, weil dann können wir den Eimer einfach behalten. Dann müssen wir nicht den zweiten Felgeneimer separieren. Du, Nico, mein Sinn hast du, wenn du dann die Felgen machst. Hervorragend. Jetzt geht's los. Einmal einen Handschuh. Zack. Weil, sonst kriege ich Ärger von meiner lieben Frau. Den darf ich nämlich nicht abnehmen. Das ist eine elektronische Handfessel quasi. Aber ich will damit natürlich trotzdem nicht den Lack zerkratzen, deswegen ziehe ich mir auf jeden Fall einen Handschuh an. Auch wenn man jetzt sagen kann, beim Waschen macht jetzt vielleicht ein Handschuh nicht unbedingt Sinn. Weil wenn wir in den Eimer reinfassen, läuft es ein bisschen was rein. Aber ich mache es eigentlich eher zum Schutz. Und damit ich hier nicht rumrenne wie der einhändige Pirat, ziehe ich zwei. Ich sehe, du machst gleich mit. Ja. Das sieht auch besser aus. Sieht auch professioneller aus. Und dann noch schwarz. Ne? So, wollen wir diese Tropfen nass nehmen? Ja. Ja, apropos Gummi drüber ziehen. Nico, wir haben jetzt neue Pinsel von Glossboss. Ist das so? Supersoft Pinsel in der Version 2. Die haben jetzt so ein Gummi am Griff. Dadurch werden die so ein bisschen ergonomischer. Ne? Und falls dich das Gummi stört und du nicht so viel fühlst, Nico, kannst du es ruhig abmachen. So machen wir das. Ich fange einfach mal an. Bei der ersten Bahn. Ja, okay. Hat tatsächlich. Das sieht gut aus. Kein Schmutz drin. Also hier vorne war so ein bisschen Vogelkot-mäßig irgendwas drauf. Ja. Aber. Nur noch kein Schmutz. Also du hast tatsächlich eine sehr gute Vorwäsche geleistet. Und wieder stellt sich mal raus, Vorreinigung ist alles, deswegen lautet mein Motto. Mach eine Vorreinigung. Vorreinigung? Vorreinigung? Vorreinigung. Kreativ. Ich wusste gar nicht, dass das dein Motto ist. Das ist mein Motto. Ich dachte, dein Motto ist Feuer frei auf Luke 3. Das auch. Guck mal, ich habe ein halbes Dach gewaschen, Marvin, und ist immer noch sauber. Da ich drehen trotzdem auch. Ich wollte gerade sagen, also jetzt wäre schon so bei mir ist so, schon mal gut, ein bisschen drehen. Ja, ich wollte mal überprüfen, wie gut deine Vorreinigung ist. Weißt du, was ich an der Methode mag und auch an der mehrere Waschhandschuh-Methode? Ja. Ich kann einen Bauteil komplett bis unten durchwaschen und muss nicht 47 Mal um dieses Auto rumrennen. Ja, Nico, ich möchte mir auch mal so ein Läppchen nehmen. Ja, das geht auf jeden Fall erstmal ganz gut. Ich würde sagen, wir ziehen jetzt mal ein bisschen durch, hören auf zu quatschen und sehen uns dann später. Oder ihr seht mich die ganze Zeit, aber wir reden später nochmal weiter. Nico! Jawohl! Nick, schon gut. Ey, Nico! Ja! Jetzt aber wirklich, jetzt darfst du wirklich mal. Ich habe jetzt hier was rausgefunden, was schon wirklich ein cooler Benefit ist von dieser Methode. Ja. Du kommst halt wirklich in diese ganz kleinen Ritzen rein, ne? Weil es ist halt das Tuch, was du so dünn dann hier so drauf liegen lässt und überall in diese ganzen Ritzen hier reinkommst. Ne? Und auch beim Grill vorne geht es bestimmt super. Gut. Ja, mega. Das ist ja geil. Mein erstes Tuch ist jetzt fertig. Ich hatte, wie gesagt, 8 Seiten. Es ist zwar immer noch relativ sauber, muss man wirklich sagen. Also ich muss Marvin da echt loben. Bisschen Schmutz ist natürlich jetzt schon dran. Ich habe im Endeffekt das halbe Dach, die Heckpartie und das Seitenteil hinten gewaschen und habe halt immer nach Gefühl ein bisschen umgedreht. Unten wirklich nur eine Bahn, oben rum, wo es relativ sauber war, ein bisschen mehr. Aber ich habe jetzt quasi 8
eigentlich 8 Waschhandschuhe, könnte man sagen, oder 4 Waschhandschuhe, weil ein Waschhandschuh hat ja auch 2 Seiten gebraucht und bin damit natürlich schon mal deutlich weiter, als hätte ich jetzt für alles einen Waschhandschuh. Deswegen wechsle ich jetzt mal, lege das Tuch zur Seite, nehme neues und dann machen wir weiter. Wie sieht es bei dir aus, Marvin? Ja, ich will auch was sagen. Also die, die einzige Verschmutzung, die ich jetzt hier quasi im Tuch habe, nach ein Viertel der Motorhaube und der ganzen Frontschaustange inklusive diesen Bereichen, wo man mit normalen Waschhandschuhen nicht drankommt, war dieser Käfer. Also ich würde tatsächlich, oder Nico, können wir auch vielleicht mal was dazu sagen, dass wir eher die langflorige Seite benutzen? Ja, tatsächlich, also, ja. Das Tuch hat hier 2 Seiten, kurzflorig, langflorig. Wir benutzen jetzt ja hauptsächlich die langflorige Seite, ne? Ja, also ich habe auch mit der kurzflorigen gewaschen, das geht auch. Ja, aber ich mache es auch mal. Also ich drehe das Tuch jetzt mal so komplett auseinander, mache hier nochmal weiter. Es nimmt halt überraschenderweise auch wirklich viel Wasser auf, ne? Ja, also, oder, ja. Also Shampoo-Wasser. Ja, Wahnsinn. So, die Frontscheibe schon? Ja. Okay. Ich ziehe es voll durch, Marvin. Ich hoffe, du bist stolz auf mich. Ich mache sogar die Felgen mit den Tüchern. Ich sehe schon. Geht in dem konkreten Fall tatsächlich gut, weil ich hier sogar mit dem Arm reinkomme. Also habe ich nichts zu meckern, muss ich sagen. Ich habe jetzt für die Seite drüben jeweils ein Tuch genommen. Und für die Seite werde ich jetzt hier eins nehmen, weil die Felgen sind auch nicht wirklich schmutzig. Na, guck mal, ich habe jetzt fast durch. Da ist nichts dran. Natürlich kann ich es jetzt hier nicht schön falten und irgendwie da muss man schon so ein bisschen rumwurschteln. Aber an sich muss ich sagen, geht das tatsächlich, finde ich, gut. Aber Nico, mach nichts, wenn es schnell geht, weil wir müssen so langsam abspülen. Es trocknet schon so ein bisschen an, ne? Ich hätte da schon eine Idee, wie das vielleicht noch schneller gehen könnte. Die wird dir nicht gefallen. Ich muss auch eine Felge machen. Genau. 3 sind, also 2,5 sind fertig. Nur hinten, Beifahrerseite, die hintere Felge fehlt noch. Jetzt geht's ans Trocknen und wir nehmen auch Tücher, kleine. Jo, macht der immer irgendwas hier tatsächlich auch. Der hat keine großen Trockentücher, wie wir sie ja normalerweise auch immer benutzen. Der nimmt auch dann seine roten, ich will jetzt mal schätzen 70-30 Mischung, wahrscheinlich auch irgendwie so 300 bis 400 GSM, irgendwie sowas. Ja, ja. Mal schauen. Was er meistens macht, habe ich gesehen, er trocknet nur mit einem feuchten Tuch. Hat dann zur Folge, dass du natürlich so leichte Wasserstellen hast, wenn die trocknen. Ja. Was wahrscheinlich bei ihm keine Rolle spielt, weil er danach das ganze Auto poliert und dann, glaube ich, ist das irrelevant. Ich wollte gerade sagen, das ist jetzt hier eine Wäsche für den Marcel, der möchte den Wagen danach jetzt nicht sofort polieren, deswegen müssen wir schon ordentlich trocknen. Ne? Ja. Oder Marcel? Bitte? Müssen wir trocknen richtig, ne, den Wagen von dir? Oder können wir drauf stehen lassen alles? Also wollen wir mit einem feuchten Tuch vor, mit dem Trocknen hinterher oder mit 2 Trocknen oder wie wollen wir was machen? Weil der Wagen ist ja schon sehr nass. Ne? Ja, aber wir können mit einem. Das erste Tuch wird ja dann quasi zwangsläufig nass. Ja. Und ein nasses Tuch nimmt ja auch mehr Wasser auf. Deswegen, ja. Wir starten einfach. Ja, jetzt müssen wir natürlich auch nicht mehr darauf achten, dass wir das Tuch immer ordentlich wenden und irgendwie sowas. Jetzt ist ja der Lack hoffentlich sauber, wenn wir unsere Arbeit richtig gemacht haben. Ne? Davon wollen wir jetzt erstmal ausgehen. Genau, deswegen können wir jetzt hier tatsächlich durchziehen. Ich probiere das jetzt mal so mit dieser 2-Tuch-Methode pro Hand ein Tuch. Mit einem Tuch vor, mit dem zweiten direkt mit ein bisschen Quick-Detailer drin hinterher. Und ich glaube, das muss ich schon sagen, geht, glaube ich, soweit echt ganz gut. Wir sind jetzt fertig mit dem Gerät. Wie fandest du es? Den Blower oder alles? Nee, hier, die Waschmethode natürlich. Tatsächlich hat es mir gut gefallen, muss ich sagen. Also ich bin ein bisschen überrascht, ehrlich gesagt. Jetzt kann ich auch auflösen, den Teil mit dem Trocknen mit kleinen Tüchern habe ich so schon mal gemacht. Auch mit dem feuchten Tuch. Habe ich schon mal so angewendet, gerade wenn das Auto nicht versiegelt war, wie hier, und du viele Wasserlachen hattest. Ja, das ist manchmal extrem. Echt vorteilhaft, wenn du wirklich feuchtes Tuch vor, trocknest hinterher und dann bist du so fertig.
Also für mich tatsächlich der coolste Moment war, wo ich mit dem Tuch wirklich diese Ritzen hier irgendwie so gereinigt habe. Und ich kam da irgendwie nie so auf die Idee, weil das kannst du ja natürlich unabhängig machen von der Methode. Also du wäschst ganz normal das Auto mit dem Waschhandschuh, wie du es möchtest, nimmst dir aber ein Tuch, womit du dann hier wirklich die Sachen super sauber bekommst. Dann auch den Grill, ne? Dann kannst du einfach schnell am Finger wickeln, einmal durchstochern den Grill. Einstiege auch, so, es ist viel einfacher irgendwie. Ich muss sagen, die Methode gefällt mir sogar. Also ich will jetzt mal so ein bisschen vielleicht nochmal probieren, wie es so von der Schonung ist. Ne? Hängt natürlich immer am Tuch, aber du hast doch immer mehr saubere Seiten, du bist flexibler. Ja. Also ich finde, die Methode kann man auf jeden Fall so machen. Top. Also von mir, genau, gibt es einen Daumen nach oben? Ja. Von dir auch? Ja, haben wir jetzt noch eine zusätzliche Waschmethode. Zwei Eimerwäsche, Multi-Washment-Method und dann die MONYC-Waschmethode. Ja. Ganz liebe Grüße an den Larry. Sehr wahrscheinlich wird das Video nicht gucken, aber trotzdem liebe Grüße. Und wenn es Englisch untertitelt, also vielleicht kann er sogar verstehen, was wir sagen. Maybe. Ja, nee, auf jeden Fall fand ich echt cool. Also danke für die Idee, das mal auszuprobieren. Sehr hat sich jetzt gut ergeben. Werde ich in Zukunft, glaube ich, weiter so umsetzen. Und vielleicht in dem einen oder anderen Video werdet ihr diese Methode bei mir und vielleicht auch beim Marvin noch sehen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Abonniert den Kanal, abonniert den Kanal. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Alle verwendeten Produkte findet ihr unten und in seinem Shop. Ne, nicht alle, aber nicht alle, Alternativprodukte auf jeden Fall. Guckt auf jeden Fall mal rein und hört den Podcast. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Danke, Marvin. Ciao. Ciao.